Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.bluetooth-lautsprecher-infos.de. Heute schaue ich mir mal wieder ein sehr kompaktes, preiswertes Modell der Einsteigerklasse an, also den Earfun Go in dem Fall. Und das ist wieder so ein Einstiegslautsprecher, der kostet momentan so circa 35 Euro. In der Preisklasse habe ich schon einige andere Lautsprecher getestet, die könnt ihr natürlich auch mit diesem hier vergleichen. Den Link für den Vergleich findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den Features. Also der Lautsprecher hat bis zu 24 Stunden Laufzeit, er kann zum Telefonieren verwendet werden, ein Mikrofon verbaut, damit wird es eine Testaufnahme geben, also wie immer. Dann ist der IPX7 wasserdicht. Und ich drehe den jetzt gerade mal noch auf die Seite. Hier gibt es keine weiteren Infos, aber auf der Rückseite steht nochmal was. Das hatten wir aber bereits schon, bis zu 24 Stunden Laufzeit, IPX7 wasserdicht und Mikrofon. Das hatte ich bereits erwähnt. Es ist ein Bluetooth-Lautsprecher und zwar ein Bluetooth 5.0 Lautsprecher. Ansonsten gibt es hier noch den Lieferumfang, Hersteller und so weiter. Made in China, das sollte niemanden wundern, da wird mittlerweile alles hergestellt. Auch Markenprodukte. Okay. Das war's jetzt von der Verpackung und jetzt schauen wir uns mal an, was hier in der Verpackung eigentlich enthalten ist. Hier oben erstmal zwei Werbekarten, die kommen direkt weg. Dann haben wir hier die Anleitung. Und bei der Anleitung ist es so, die ist folgendermaßen aufgebaut. Ihr habt hier immer Bilder und dann steht hier das Ganze erstmal in Englisch, ich glaube Japanisch, dann Spanisch, Französisch und dann hier auf Deutsch. Also das ist quasi die Anleitung, die ist immer in mehreren Sprachen geschrieben, die einzelnen Schritte, und das steht dann hier immer alles als ein großer Text. Das ist aber alles gut bebildert hier, das kann man quasi fast auch schon verstehen, nur mit den Bildern oder das zu lesen. Das war's von der Anleitung und jetzt schauen wir uns mal den Lautsprecher an. Es ist nämlich das eigentlich Interessante hier. Den nehme ich jetzt einmal hier aus der Verpackung heraus, befreie den gerade mal von diesen Plastikdeckeln. Und was hier hinten dran auch noch war, ist ein USB-C-Kabel. Ihr seht hier USB-C, denn mittlerweile werden die ganzen Geräte fast alle auf USB-C umgestellt, habe ich so das Gefühl. Früher war es Micro-USB, jetzt ist es eben USB-C. Das Ladekabel ist das hier. Jetzt kommen wir zum Lautsprecher. Den befreie ich jetzt mal kurz von der Hülle. Der sieht folgendermaßen aus. Hier habt ihr den Lautsprecher und ihr seht, der ist schon kompakt. Den kann ich so in einer Hand heben. Der ist auch leicht. Ich drehe den mal kurz seitlich, damit ihr das sehen könnt. Der ist mit so einem samtartigen Gummi überzogen. Und hier hinten haben wir eine Trageschlaufe. Auf jeden Fall nützlich für all diejenigen, die den irgendwo dranhängen möchten. Dann haben wir hier die Ladeklappe. Und hinter dieser Klappe, die kriege ich jetzt gerade nicht auf. Da muss ich mir kurz ein Werkzeug zur Hand nehmen. Denn meine Fingernägel sind ziemlich kurz. Hinter dieser Klappe sehen wir jetzt den 3,5 mm Klinkeanschluss, daneben den USB-C-Ladeanschluss. Die Klappe sollte immer gut verschlossen werden, das ist logisch, denn ansonsten kann hier Wasser eindringen und dann ist das Ganze nicht wasserdicht, also immer gut verschließen. Dann gibt es auf der Vorderseite hier ein Gitter aus Metall und wir haben hier noch das Logo. Hier oben haben wir die Knöpfe an, aus, Bluetooth, das hier ist vermutlich die Multifunktionstaste, dann Minus, Plus, vermutlich hier Lautstärkeregulierung wie immer, dann Play, Pause und so weiter. Da muss ich die Tastenkombinationen noch nachschauen und testen, ob das auch so funktioniert. Das gibt's dann wie immer später. Der Lautsprecher hat unten aber auch noch solche Gumminoppen. Das drehe ich mal seitlich, dass ihr die sehen könnt. Und diese Gumminoppen sind eben dafür da, das Ganze zu entkoppeln und dass das Ganze hier eben, ich sag mal, einigermaßen rutschfest hier steht. Auf der Unterseite sind hier nochmal die Infos, also alle möglichen Logos, welchen Strom das Ganze benötigt, welche Spannung. Und das Modell hier im Genauen steht ja auch nochmal drauf, SP100 heißt das Ganze. Earfun Go, also der interne Modellname ist wohl SP100. Das war es jetzt hier auch schon vom Lautsprecher selbst. Ihr habt es mal gesehen, wie der so aussieht, was hier im Lieferumfang enthalten ist, und jetzt werde ich damit wie immer meine ausführlichen Tests durchführen. Das heißt, ich werde den ganzen Lautsprecher aufladen, ich werde einen Mikrofontest machen, ich werde den Klang analysieren, ich werde hier die Bedienung testen, werde mir das alles ganz genau anschauen, und dies und mehr gibt's jetzt wie immer im Anschluss. Aufladen und Pairing. Der Lautsprecher wird mit dem beiliegenden USB-C-Kabel aufgeladen und der Anschluss befindet sich hinter der bereits bekannten Gummiklappe auf der Rückseite. Sobald der Strom fließt, leuchtet die LED oben auf dem Lautsprecher rot auf. Die Ladezeit liegt bei ca. 4 Stunden, wenn der Akku komplett leer war. Ist der Akku schließlich voll geladen, so leuchtet die LED auf der Oberseite blau auf.
Die Laufzeit liegt laut Hersteller bei maximal theoretischen 24 Stunden. Theoretisch deshalb, weil die Laufzeit von der Art der Musik und auch der Lautstärke abhängt. Das ist aber immer so. Mit einem Hörbuch auf 40% Lautstärke erreicht man die 24 Stunden eventuell, mit durchgehender Popmusik aber dann eher nicht. Lange genug ist die Laufzeit auf jeden Fall, nach 12 Stunden läuft er noch. Als nächstes schalte ich den Lautsprecher an, indem ich die Power-Taste drücke. Es ertönt ein Startsignal und dann ein Audiosignal in Form von zwei Pieptönen. Das Pairing ist nun aktiv und die LED blinkt blau. Wenn der Lautsprecher zuvor schon verbunden wurde, dann stellt er die Verbindung, wie so gut wie jedes andere Modell, auch wieder von alleine her. Bedienelemente und Anschlüsse. Auf der Oberseite gibt es 5 Tasten, bei welchen die Symbole leicht hervorgehoben sind. Ganz links befindet sich die Power-Taste und daneben die Status-LED. Das Symbol rechts daneben soll ein Bluetooth-Symbol sein und mit dieser Taste wird der Pairing-Modus manuell aktiviert. Es ist allerdings auch möglich, 2 Earphone Go miteinander zu verbinden und auch dazu wird die Bluetooth-Taste benötigt. Das Loch in der Mitte ist das Mikrofon und eine Aufnahme damit folgt gleich noch. Rechts neben dem Mikrofon befindet sich die Multifunktionstaste. Drücken wir sie, so wird die Musik pausiert bzw. fortgesetzt. Drücken wir sie dagegen 2-mal, dann wird ein Lied vorgesprungen. Schnelles 3-maliges Drücken springt ein Lied zurück. Die beiden letzten Tasten Plus und Minus sind zur Regulierung der Lautstärke da, wer hätte das gedacht? Wenn wir die Plus- und die Minus-Taste etwa 5 Sekunden drücken und halten, dann wird der Lautsprecher zurückgesetzt. Das ist dann nützlich, wenn sich irgendwann einmal etwas aufhängen sollte oder es andere Probleme gibt. Telefonate können auch mit den Tasten gesteuert werden und die Funktionsliste gibt es im Testartikel, Link unter dem Video. Einen 3,5 mm Klinkeanschluss gibt es auch noch, falls irgendjemand zum Beispiel einen alten nicht Bluetooth-fähigen iPod oder CD-Player anschließen möchte. Verarbeitung und Design. Der Lautsprecher wirkt optisch solide verarbeitet. Er ist mit einem samtartigen Gummi überzogen und außerdem IPX7 wasserfest. Theoretisch kann er also in bis zu 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden und das für bis zu 30 Sekunden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Gummiklappe auf der Rückseite fest verschlossen ist. Das Gitter vorne ist aus Metall und dahinter befinden sich rechts und links zwei 4 mm 6 Watt Treiber und in der Mitte ist der Tieftonlautsprecher für den Bass. Die Tasten lassen sich gut drücken und es handelt sich um mechanische Tasten. Auf der Unterseite hat der Earphone Go 4 Gumminoppen, welche für einen rutschfesten Stand sorgen und den Lautsprecher auch von der Standfläche entkoppeln. Rechts außen auf der Rückseite befindet sich eine Schlaufe, mit welcher wir den Lautsprecher befestigen können. Durchaus sehr praktisch. Der Earphone Go ist auch sehr leicht und wiegt gerade einmal 440 Gramm. Er ist etwa 17 cm lang und ca. 6 cm tief und hoch. Insgesamt also sehr kompakt und leicht und somit gut für Reisen geeignet, bei denen es aufs Gewicht ankommt. Für einen Preis von um die 35 Euro kann ich hier nichts wirklich bemängeln. Klang. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
Jetzt wird's wie immer interessant, denn wir kommen nun zum Klang des kleinen Air Van Gogh. Die Höhen und Mitten sind klar und deutlich. Der Bass ist für diese Größe auch in Ordnung. Bei dieser kompakten Größe erreichen wir aber keinen tiefen Bass, wie wir ihn von den größeren Modellen kennen. Der Treiber für den Bass ist vorne verbaut und ist etwa 4,5 cm lang und ca. 3 cm hoch. Da darf man natürlich keine Wunder erwarten. Das Gehäuse vibriert übrigens mit, was aber durch die Gummifüße nicht so schlimm ist, da die sie ja von der Standfläche entkoppeln. Ich finde, dass der Bass ab 50% Lautstärke nicht mehr mitkommt. Das sind in 2 Metern Abstand übrigens ca. 70 Dezibel. Wenn wir über 50% gehen, dann wird der Klang zunehmend unausgeglichener, weil der Bass eben nicht mithalten kann. Die maximale Lautstärke beträgt in 2 Metern Abstand ca. 80 Dezibel. Die maximale Lautstärke ist allerdings nicht zu empfehlen, denn der Klang verzerrt hier und ist absolut unausgeglichen. Musikstücke wie die Piano-Version von Where's My Mind klingen gut, allerdings ist das Lied auch recht wenig vom Bass abhängig. Das gleiche trifft auch auf Gypsy zu, ein Lied von Susan Vega. Bei anderen Liedern ist der Bass für diese Größe ganz gut, aber eben nicht mächtig. Wer gerne Rap, Techno oder Metal hört, wo der Tiefenbass doch deutlich stärker und wichtiger ist, der will sich eventuell eher ein größeres Modell zulegen. Hörbücher funktionieren übrigens einwandfrei, das heißt Satzanfänge werden nicht abgehakt und der Klang ist auch hier sehr gut, finde ich. Bei Alan Walkers Lied Spectre gibt es für circa eine Sekunde eine Frequenz, wo der Bass sich etwas komisch anhört. Das war anfangs bei Wake Me Up von Avicii auch so. Das ist eine kleine Unebenheit, bei der ich mir aber nicht sicher bin, ob die vielen auffallen würde, da das nur genau bei diesen einzelnen kurzen Frequenzen und diesen Liedern so ist. Mir scheint außerdem, dass mein Holztisch dies etwas verstärkt hat. Bei den anderen Testliedern hatte ich dieses Phänomen aber nicht. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Frequenzanalyse. Die Kurve verläuft durchwachsen mit einigen Ausreißern bei 3500 und 6000 Hertz. Der Bereich bis 2000 Hertz verläuft hier untypisch, da wir bei 1000 Hertz sogar eine höhere Lautstärke haben als im Bereich der Tiefenbässe. Meist ist es nämlich eher so, dass der Bassbereich bis 250 Hertz viel mehr Lautstärke liefert als die nachfolgenden Frequenzen. Schaut euch einfach einmal die Frequenzanalysen einiger meiner anderen Testberichte an, dann wisst ihr, was ich meine. Vielleicht war das auch die kleine Unebenheit, die ich im Bass gehört habe. Dazu später mehr, aber das war auch nur bei zwei sehr kurzen Stellen und auch nur bei zwei Liedern so, dazu komme ich aber gleich noch. Wir sehen auch, dass alle Frequenzen bis 6000 Hertz verstärkt zur Geltung kommen. Mir scheint, Höhen und Mitten wurden hier eben extra verstärkt. Im Vergleich zum Wharfendale Diamond 10.1 sieht die Kurve folgendermaßen aus und hier sehen wir auch sehr gut, was ich im Bereich bis 1000 Hertz gemeint habe, denn hier könnt ihr erkennen, dass beim Wharfendale der Bassbereich viel stärker ist als die nachfolgenden Frequenzen, beziehungsweise da fällt das Ganze dann ab. Das kann man hier im Bild sehr gut sehen. Ich würde sagen, dass sich der Lautsprecher für den mobilen Einsatz als kleines Radio für unterwegs am Strand oder am Pool eignet. Über 50% Lautstärke ist allerdings nicht drin, zumindest dann nicht, wenn der Klang ausgeglichen bzw. gut bleiben soll. Für 35 Euro finde ich das Gesamtpaket allerdings gut. Mikrofontest. Wie immer gibt es jetzt eine Testaufnahme mit dem Mikrofon, dann hört ihr selbst, wie gut oder schlecht die Sprachqualität ist. Dies ist jetzt eine Testaufnahme mit dem Air Van Gogh, der ist mit meinem Motorola G4 verbunden. Ich stehe vor dem Lautsprecher, habe eine Armlänge Abstand zum Lautsprecher und der Lautsprecher steht auf Display vor mir auf meinem Tisch. Ich vermute, dass das Mikrofon oben ist, also das werde ich gleich noch testen, denn oben bei den Knöpfen zwischen der Bluetooth und der Play-Pause-Taste ist ein kleines Loch, da vermute ich, dass das Mikrofon drin ist, das werde ich gleich aber noch testen. Ich entferne mich jetzt erstmal auf 1 Meter Abstand, spreche jetzt ganz normal weiter. Ich entferne mich jetzt auf 2 Meter, spreche ganz normal weiter. Und jetzt befinde ich mich auf 2 Metern Abstand. Ich werde mich jetzt ganz langsam diesem Lautsprecher nähern. Abstand circa 1 Meter jetzt. Ein Schritt vor, jetzt eine Armlänge Abstand. Jetzt nehme ich den Lautsprecher mal in die Hand, hebe ihn vor mich in einer Armlänge Abstand. Und ich werde den Lautsprecher jetzt mal langsam auf meinen Mund zubewegen und zwar von vorne, wo das Gitter ist, dann spreche ich jetzt mal von vorne hier direkt ins Gitter rein. Jetzt werde ich ihn mal drehen und in 30 cm Abstand von oben auf dieses Loch sprechen, was ich gerade erwähnt hatte,
Da werde ich mich jetzt langsam nähern. 20 cm, noch näher, 10 cm. Und jetzt gehe ich mal auf 5 cm. Jetzt bin ich super nah an diesem Loch, kann mit den Lippen quasi den Lautsprecher berühren, entferne mich jetzt aber wieder langsam auf ca. 15 cm, spreche weiter, hebe den Lautsprecher vor meinen Mund. Jetzt stelle ich ihn wieder auf den Tisch, eine Armlänge Abstand, spreche ganz normal weiter. Und diese Testaufnahme soll euch jetzt eben helfen, hier die Tonqualität bzw. die Sprachqualität der Mikrofonaufnahme zu beurteilen. Und das war jetzt die Testaufnahme. Jetzt geht's weiter im Test. Mein Fazit. Beim Earphone Go handelt es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher der Einstiegsklasse bis 35 Euro. Er ist mit 440 Gramm recht leicht und auch sehr kompakt. Das Gehäuse hat deshalb auch ein sehr geringes Volumen und ihr dürft keinen Monsterbass erwarten. Der Bass ist aber für die Größe und bis zu 50% Lautstärke in Ordnung. Bei dieser Größe bitte keine Basswunde erwarten, das ist einfach nicht machbar, da das Lautsprechervolumen einfach zu gering ist. 50% Lautstärke klingt jetzt erstmal leise, aber die Lautstärke ist auf diesem Level durchaus für die Beschallung eines kleinen Raums geeignet. Für eine Party reicht es allerdings nicht aus, wer hätte das gedacht. Für den Preis finde ich das Modell solide und es ist seinen Preis auch wert. Ein recht ähnliches Modell in Preis und Größe ist der Tribit X Sound Go. Diesen habe ich auch schon ausführlich getestet und die beiden Modelle könnt ihr in der Vergleichsdatenbank auch einmal vergleichen, wenn ihr wollt. Link dazu wieder unten in der Videobeschreibung. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt, zum Testartikel und zur Vergleichsseite findest du unter dem Video. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.